In meinem Projekt die Aufgabe, da waren sehr viele Aufgaben. Vielleicht ist es besser zu fragen, was ich nicht gemacht habe. Ja? Also meine Aufgaben waren, also ich habe das Drehbuch geschrieben, Co-Autor war Andreas Reisenbauer, weil er mich auf eine Idee gebracht hatte. Es waren überhaupt 9 Versionen von dem Drehbuch und habe ich dann Regie gemacht, ich habe Produktionsleitung gemacht, ich habe Kostüme gemacht, ich habe Requisite gemacht, ich habe alles organisiert, ich habe sogar eingekauft für den Catering. Catering hat meine Schwester gemacht. Ja, alles außer Kamera, Ton und Maske. Ich habe vor Jahren, hat mich das Theaterstück von Ödön von Horváth, Kasimir und Caroline sehr fasziniert. Als ich in Polen die Filmschule besucht hatte, konnte ich das Theaterstück nicht ausarbeiten, weil die Schule wollte nur 2 Schauspieler, damit die Kosten nicht so hoch sind. Ja, habe ich dann Glaube, Liebe, Hoffnung Fragmente gemacht. Und habe ich schon 2016 angefangen, die Bearbeitung von Kasimir und Caroline. Das Stück war mir zu kurz für einen Spielfilm und habe ich eine Vorgeschichte ausgedacht. Kasimir Reinhard Novak habe ich persönlich kennengelernt bei einem Film. Wir waren beide Jury bei einem Filmfestival und ich habe den Kasimir als so eine komische Figur gesehen. Mit der Zeit, wegen Corona, wir haben den ersten Teil gedreht und das ist die Geschichte, die rein von mir ist, also die Vorgeschichte vom Leben von Kasimir, mit reicher Frau verheiratet ist, im wunderschönen Palais wohnt und so weiter. Das haben wir da gedreht. Und dann, als ich nach Wien kam, konnte ich nicht weiter die Geschichte folgen, weil wegen Corona dürfte ich nicht auf dem Prater drehen. Außerdem, ehrlich gesagt, hat mir das nicht mehr gefallen. Und der zweite Teil hat sich total verändert. Also die ganze Geschichte stammt von mir mit der Idee von Andreas Reisenbauer. Und heißt das Desire Hop. Und nächster Teil wird es vielleicht nächstes Jahr geben, wird Desire Illusion. Und dann kommt die richtige Geschichte nach Ödön von Horváth, also ein Teil. Ich habe vorher ein Theater nach Augusto Boal gespielt, gegründet, überhaupt ein Verein und so weiter. Also Theater der Unterdrückten. Und so sind auch meine Filme. Also ich kämpfe mit der Kunst, mit Gleichberechtigung für alle Menschen und kämpfe ich gegen moderne Sklaverei. Die reichen Menschen glauben, sie herrschen die ganze Welt und richten sich nicht nach den Gesetzen, möchte ich den Namen nicht nennen, weil da jetzt mich die ganze Zeit belästigt. Und mein Ziel ist vielleicht durch die Kunst, dass die Leute einfach sein wahres Gesicht sehen können. Bevor ich das Drehbuch überhaupt schreibe, suche ich mir Location aus, weil das Drehbuch muss zu den Location passen, ja, und umgekehrt. Ja.
Ich war zweimal in Polen, Location um zu suchen. Ich habe prachtvolles Palais gefunden aus dem 19. Jahrhundert. Und in Wien schon vor 3 Jahren habe ich das Klavierhaus von der älteste Klavierhaus im ersten Bezirk von Förster, der über 100 Jahre existiert, habe ich mit denen ausgemacht, bin ich vollkommen zufrieden. Und dieser Diva Club in Baden, wo mir sehr gut gefallen hat und wo ich da alles zur Verfügung bekommen habe, da bin ich sehr dankbar. Ja, Donaupark war Empfehlung von Andreas Reisenbauer, habe ich mir angeschaut, weil dort ruhig ist. Und es hat schrecklich geregnet, aber es ist doch uns gelungen. Zu den Szenen hat es vollkommen gepasst. Und ja, also das, was ich mir vorstelle, muss ich haben und habe ich bis jetzt immer erreicht. Ja, alle Locations, was ich ausgewählt habe, waren vorragend. Aber zum ersten Mal habe ich in einem richtigen Palast gedreht aus dem 19. Jahrhundert mit wunderschönen 10.000 Quadratmeter Park mit Teich und mit Enten und Schwänen, ja, und so weiter. Also das war etwas Besonderes. Ja. Dazu habe ich auch ein Cabrio gemietet und dass der Reinhard Novak einen Chauffeur hatte. Und ja, also das war irgendwie was Besonderes für mich. Ich habe sehr viele Stammschauspieler, die kaste ich nicht, denen schreibe ich den Text auf Leib. Und beim Promi-Schauspieler wie Reinhard Novak und Jack Rickens habe ich nur die Szenen besprochen. Jeff hat zum ersten Mal auf Deutsch gespielt und sehr gut. Und beim Online-Casting, beim neuen Schauspieler, schaue ich auf die Mimik und auf die Körpersprache. Text ist unwichtig, ja. Ich bin mit den Schauspielern, mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, auch mit Team. Also es haben alle super gepasst, sogar die Praktikanten haben sehr professionell ihre Arbeit gemacht. Nein, ich habe vorher, also 2018, ein Film, der 90 Minuten lang ist, Red, Yellow, Pink gedreht, der schon auf 15 Festivals war und 4 Preise gewonnen hatte. Vorher habe ich auch ein Projekt gemacht im Museum, also im Elsern. Das war ja historisches Museum. Da 70 Minuten lang Froschschenkel und Prinzen und jetzt ist da der Film, der wahrscheinlich 85 Minuten sein wird, ist als dritte größte Projekt. Der Film Desire Hope wird auf internationale Festivals verschickt und dann versuchen wir in Österreich an einiges Kino zu zeigen. Ja, es ist verständlich, es kommt der zweite Teil von Desire, wird heißen Desire Illusion. Es werden auch also es ist das gleiche Thema, in dem zweiten Teil ist auch ein Teil nach dem Ödon von Horvath, Kasimir und Caroline, werden aber andere Schauspieler Kasimir und Caroline spielen und das Drehbuch ist fix und fertig.
Und nächstes Projekt, wo das Drehbuch noch nicht fertig ist, ist ein Drittel schon fertig, wird eine Mama No ist Arbeitstitel. Es ist ein Konflikt zwischen Mutter und Tochter und das ist eher aus meinem Leben ergriffen.